Wenn eine Aktie wie AMC Entertainment die mit Abstand meistgehandelte Aktie der Wall Street ist, dann weiß man schon, welchen intellektuellen Tiefgang diese Märkte derzeit haben, nämlich einen überschaubaren. Es ist schlichtweg nach wie vor dieser Tran, obwohl wir heute die PCE-Verbraucherpreise hatten, die über der Erwartung waren, aber man denkt sich, hätte schlimmer kommen können und legt sich schlicht wieder hin. Und die anderen, die jetzt noch von den Stimulus-Schecks leben, die haben sich gesagt, bevor das jetzt alle ist, da muss ich noch mal ein bisschen zocken, muss ich noch mal ein bisschen Gas geben, vielleicht kann ich da den großen Gewinn machen, und das scheint bei einigen wirklich zu funktionieren, zum Beispiel bei eben AMC Entertainment, diese Firma, die ja so schwer unter Druck gekommen ist im Rahmen der Corona-Krise. Klar, Kinobetreiber, das war natürlich jetzt nicht die beste Idee in der Corona-Situation. Da hatte das Unternehmen massiven Verlust gemacht, hat sich dann verschuldet extrem, hat jetzt Kapital aufgenommen. Ich glaube, vor 2 Wochen war es zu einem Aktienkurs bei 9,26 Dollar. Heute stehen wir mal entspannt über der 30er-Marke, und jetzt ist nur noch die Frage, wann kommt die nächste Kapitalerhöhung, wann nutzen die Manager das aus, um sich hier nochmal mit Kapital vollzusaugen und zu wetten, dass die größeren Idioten dann vielleicht bereit sind, wieder sich reinzukaufen. Schauen wir uns mal hier die Umsätze an. AMC bisher mit Abstand die meistgehandelte Aktie, und zwar sogar um über 100%. Das sind 34 Millionen, sind 433 70,1 Millionen Stücke schon umgelaufen. Bei Tesla, der zweitbeliebtesten Aktie, sind es gerade mal 264, dann kommt Apple mit 167 Millionen, also Market Value. Das, was am Markt faktisch bewegt wird, AMC mit einem Anstieg von 28,5%. Also da passiert was. Jetzt sagen natürlich die Wall Street Bets Jungs, super, da haben wir wieder die bösen Hedge Funds gesqueezed. Ist das wirklich so? Erstens denke ich, dass da Hedge Funds dann mit diesen Wall Street Bets Leuten am Start sind. Die wissen also vielleicht um das Elend mancher Shorties aus dem Hedgefonds-Bereich und spekulieren da fleißig mit. Und schauen wir uns aber mal an, zunächst mal, wie der Kurs hier explodiert. Eine völlig normale Entwicklung. Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Aber jetzt sehen wir, vielleicht handelt es sich gar nicht vorwiegend um einen Short-Squeeze, sondern um einen sogenannten Gamma-Squeeze. Was ist das? Die Wall Street, die Jungs kaufen massiv Optionen. Gestern alleine 2 Millionen Call-Optionen gekauft. Man wettet also auf steigende Kurse. Jetzt ist der Market Maker, der diese Optionen den Kunden andient, gezwungen, wenn er hier eine Schieflage hat, beziehungsweise wenn er kaum Putz dagegen stehen hat, sich abzusichern. Denn wenn die Aktie steigt, dann verdienen diese Optionsjungs mit ihren Calls richtig Geld. Das muss dann faktisch der Broker bezahlen. Dementsprechend versucht er sich abzusichern, indem er selber die Aktie kauft. Steigt die Aktie, dann matcht sich das in gewisser Weise auf. Das heißt, dass letztendlich der Market Maker gezwungen ist, die Aktie physisch zu kaufen, während die anderen teilweise hoch oder weniger gehebelt über Call-Optionen die Aktie auf steigende Kurse wetten, wenn man so will. Und so gibt eins das andere. Wir werden diesem Phänomen gleich nochmal begegnen, nämlich diese Imbalances, diese Gamma-Squeezes, die hier der Fall sind. Also, dann kommt vielleicht noch dazu, dass da wirklich Hedgefonds short stehen und dann eben eindecken müssen. Das erklärt vielleicht diese Dynamik. Aber wie gesagt, es sagt viel über die Märkte aus, was derzeit passiert. Jetzt haben wir eine Marktkapitalisierung von 16 Milliarden Dollar bei AMC. Damit ist man etwas mehr wert als Whirlpool. Kennen ja viele diesen Hausgerätehersteller. Im letzten Jahr hat Whirlpool 20,5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, AMC 449 Millionen, und immerhin hat Whirlpool 1,36 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, während AMC fast 3 Milliarden Dollar verloren hat. Gut, jetzt ist natürlich so, die Kinos werden wieder öffnen, aber die Frage stellt sich natürlich schon, in Zeiten des Streamings, was da der Kinobesuch, ob der noch die ganz, ganz große Zukunft hat, das wird nicht verschwinden wahrscheinlich, aber es ist vielleicht eben auch jetzt nicht mehr der letzte heiße Scheiß, den alle unbedingt haben wollen. Und das drängt so ein bisschen die ganzen Kryptowährungen in den Hintergrund, beziehungsweise
die eher schlechte Performance der Kryptowährungen, die auch heute wieder unter Druck sind, wie Bitcoin, Ether und so weiter, die wird dadurch so ein bisschen meldungstechnisch kompensiert. Wir hatten ja erst die Wall Street Bets Meme-Aktien, dann kamen die Kryptowährungen, jetzt haben wir wieder Wall Street Bets Meme. Vielleicht bekommen wir dann wieder Kryptowährungen. Jetzt hat sich hier Cathie Wood, eine Verfechterin von Bitcoin, dazu geäußert und hat gesagt, ja, diese ESG-Fears, also diese Umweltsorgen, wenn man so will, die seien dafür verantwortlich, aber die Regulatoren, die werden sich schon noch mit den Kryptowährungen wie Bitcoin sehr stark anfreunden, so sagte Cathie Wood, die natürlich ein Interesse hat, dass das Ding weiter nach oben geht, dass Bitcoin weiter nach oben geht, denn sie ist da bekanntlich ja investiert. Aber schauen wir uns mal an, warum vielleicht diese Manie bei diesen Meme-Aktien derzeit der Fall ist. Wir haben ja heute auch die Einkommen der Amerikaner gesehen, 14:30 deutscher Zeit. Und im April war das jetzt, und die Daten, die wir heute bekommen haben, sind alle aus dem April, waren das minus 13,1%. Also die Einkommen der Amerikaner ohne Stimulus-Schecks, wenig Geld. Also schnell noch ein bisschen zocken, damit man vielleicht jetzt nicht noch schnell einen Job suchen muss. Minus 13,1%. Im März waren es 20,9%. Stimulus, Stimulus. Im Februar minus 6,9%. Kein Stimulus. Im Januar aber Stimulus plus 10,2%. Also die völlige Abhängigkeit von Helikoptergeld. Das die Leute dann eher AMC-Aktien zocken oder Optionen zocken, statt sich eine Arbeit zu suchen, ist auch vielleicht verständlich. Jedenfalls sehen wir eine enorme Volatilität, was die Einkommen betrifft. Und die Löhne, das haben die heutigen Daten auch gezeigt, sind mit dem größten jemals verzeichneten Anstieg zum Vorjahresmonat gestiegen. Der Basiseffekt damals, vor einem Jahr Hochpunkt der Corona-Krise, waren die Löhne deutlich gefallen. Kommen wir hier also jetzt mal zu den Daten, die sehr, sehr wichtig waren, aber wie gesagt, der Markt ist so ein bisschen im Volltran. Da ist eh wurscht, was so passiert. Wir waren mit 0,7% über der Erwartung zum Vormonat. Das ist schon ein saftiger Anstieg, 0,7% zu einem Vormonat erwartet 0,6%. Und wir waren bei 3,1% zum Vorjahresmonat. Größter Anstieg seit 1992. Das ist natürlich alles transitory, das ist vorübergehend, das wird bald wieder vorbei sein, ganz, ganz, ganz bald. Janet Yellen hat ja gestern gesagt, könnte sein, dass es vielleicht noch das ganze Jahr 2021 so geht. Ja, transitory wäre vielleicht dann auch, wenn wir noch das Ganze im Jahr 2022 sehen, vorübergehend. Jedenfalls sehen wir den Chicago Einkaufsmanager Index, der so ein bisschen in dasselbe Horn stößte mit dem besten Wert seit 1973, 75,2. Lieferengpässe, auch hier hat ISM, das die Daten hier ermittelt, gesagt, massive Lieferengpässe, das bringt die Preise nach oben etc., diese Dynamik, die kennen wir. Und diese Lieferketten sind vielleicht das zentrale Phänomen, wie Daniel Stelter hier bemerkte, dass uns diese Inflationsthematik doch noch länger beschäftigen wird, denn wir haben ja einen Trend zur Deglobalisierung. Wir stellen fest, dass wir besser nicht abhängig sind vom Ausland, wenn es um bestimmte Produkte geht. Da haben wir festgestellt, dass eben diese Abhängigkeit durchaus gefährlich sein kann. Das gilt insbesondere im Medikamentbereich, wo viele Sachen nur noch in Indien hergestellt werden, in China hergestellt werden. Antibiotika zum Beispiel werden praktisch in Deutschland nicht mehr hergestellt und das kann irgendwann ein richtiges Problem werden. Dementsprechend Supply Chains, Lieferketten, die hier auseinandergerissen werden und dann eben diese Inflation nicht transitory werden lassen, sondern vielleicht dauerhaft. Transitory ist auch nicht das, was hier die Fed untersucht hat. Ich hatte ja früher immer, vielleicht erinnern Sie sich, über das seltsame Phänomen gesprochen, dass im späteren asiatischen Handel oder mit Beginn des europäischen Handels die Aktienmärkte oder die Futures, die US-Futures meistens wundersamerweise steigen. Das ist nach wie vor so ein bisschen abgeschwächt. Jetzt hat die Fed selbst, die New York Fed nämlich, untersucht. Woran konnte das denn liegen? Man sieht hier, wie die Outperformance ist, die rote Linie. Das ist jenseits der Kassazeiten, die blauen Balken sind Kassahandel in den USA. Hier sehen wir das in der unteren Grafik nochmal seit Tiefpunkt der Corona-Krise, seit März 2020. Unten sehen wir den Day Session, also wenn die Wall Street geöffnet hat, zwischen 15:30 und 22 Uhr deutscher Zeit. Und oben sehen wir die Overnight Session, also zwischen dann 22 Uhr und 15:30 Uhr. Und das ist ein bisschen was besser und wahrscheinlich verdanken die Amerikaner einen Großteil ihrer Zugewinne eben diesen Overnight
Fed-Sessions, wo die Asiaten und die Europäer schön draufdrücken. Und hier sagt die Fed jetzt als Conclusio ihrer Untersuchung, ja, das liegt daran, nämlich, dass hier die Market Maker, also diejenigen, die sozusagen hier die Geschäfte mit abwickeln, dass die hier Imbalances korrigieren, dass die also sozusagen sich absichern, Gamma, absichern müssen, da sind dann eben die meisten Long, dann gehen die Market Maker eben mit und das tun sie dann meistens zu Beginn der asiatischen oder der europäischen Session, früher war es die europäische Session, jetzt hat sich das auch auf den Beginn der asiatischen Session so ein bisschen verlegt, man sieht das dann auch immer zum Beispiel Sonntag Mitternacht, wenn da die US Futures in Asien beginnen zu handeln, dann geht es meistens erstmal so ein gutes Stück nach oben, also es ist die wundersame Welt der Mechanik an der Börse, die hier wieder zuschlägt und lustig ist auch, dass die türkische Lira heute auf ein neues Allzeithoch gefallen ist. Warum? Weil zwei amerikanische Unternehmen respektive Pensionskassen beschlossen haben, hier ihr Geld aus der Türkei abzuziehen. Warum? Weil sie Umweltbedenken haben in der Türkei, gell? Also der Erdogan, der Recep, der wird nicht scheitern, weil er tausende Leute ins Gefängnis wirft, sondern weil er halt nicht grün genug ist, gell, Recep, gell? Da musst du aufpassen, sonst bist du wohl pleite, wenn du nicht grün genug bist, gell, mit den Menschenrechten. Deswegen ziehen wir jetzt das Geld nicht ab, gell? Aber grün musst du sein, Herr Recep, sonst hast du ein Problem. Also die Geschichte nimmt er manchmal wundersame Wendungen, schreibt absurdeste Geschichten. Das ist nach meiner Auffassung eine davon. Ich wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns wahrscheinlich zu einem weitgehend hirnfreien Montag dann, wenn auch die Wall Street geschlossen ist. Die Engländer sind geschlossen, da passiert wahrscheinlich gar nichts. Vielleicht werden da wieder spektakuläre Gestalten dann hier an dieser Stelle stehen. Da gibt es ja so einen Realsozialisten. Mal gucken, ob der dann zu Wort kommen wird. Jetzt ein schönes Wochenende. Bis dann. Servus. Ciao.